Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Jägerritter Bundle von ANSA. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jägerritter von ANSA, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von ANSA. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich, den Instrumentals, zwei Stickern, einem Flachmann und einem schwarzen Turnbeutel, in dem sich noch weitere Inhalte befinden. Okay. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Ist auch das einzige, was hier in Folie ist. Der Rest kommt ohne Folie. Bedeutet, wir machen als erstes mal die Folie ab. So, dann schauen wir uns das mal an. So, wir haben hier das Album Jägerritter. Es ist natürlich angelehnt an Star Wars, an die Jedi-Ritter. Man sieht sowohl vom Cover-Artwork als auch vom Schriftzug, es erinnert alles sehr stark an Star Wars, aber eben ganz wichtig, es geht hier hauptsächlich um Alkohol, in meisten Fällen oder in diesem Fall um Jägermeister. Jägerritter, also Jägi, die Kurzform von Jägermeister, ist hier auch gut in Szene gesetzt, die grüne Jägermeisterflasche. Oben links in orange klein das ANSA-Logo, dann haben wir hier noch einmal groß das Gesicht mit der Maske verhüllt und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Figur, die uns hier den Rücken zuwendet, auch ANSA darstellen soll, mit der linken Hand den Jägermeister fest im Griff und mit der rechten sein rotes Laserschwert. Ja, die Landschaft ansonsten im Hintergrund hier erinnert auch so an Star Wars. Ein reguläres Jewelcase. Auf der Seite Jägerritter zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl. Features sind mit dabei von Zwara, Schwaber Ortag, Philfin, DJ Crumb, Sano und nochmals DJ Crumb. Dann die Beteiligten und einen Barcode, beziehungsweise hier haben wir auch noch teilweise Credits, Aufnahme, Mix und Mastering bei Player Beats. Okay, dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet. Sehr gut, also wie auch schon bei seinem ersten Album damals, ANSA unter Millionen, hat man es geschafft, das hier richtig zu machen, also die Lyrics im Booklet komplett abzudrucken, Wort für Wort. Sehr schön. Also, jede Menge Text. Hier kann man dann die ganzen Lyrics nachlesen, mitrappen. Dann gibt es hier eine Danksagung. Joy, ich liebe dich. Und dann nochmals die ANSA-Maske hier in dieser zerstörten Landschaft. Dann kommen wir zur CD. Auch hier lesen wir wieder den Schriftzug Jägerritter und darüber ANSA. Ebenso auf der Rückseite. So, damit nicht genug. Wir haben auch Instrumentals mit dabei. Die kommen hier in einer Papphülle. In Schwarz und Weiß in diesem Fall das Cover. Auf der Rückseite auch wieder die Tracklist. Und so sieht dann die CD aus, in einer Papphülle, wie gesagt. Gut, als nächstes haben wir hier Sticker mit dabei. Zweimal den Logo-Sticker hier in Schwarz und Weiß, in Kreisform. So sehen die aus, also beide Sticker ident. Ein weißes kleines Schächtelchen, das schon verdächtig geklappert hat. Wir haben hier noch einen Produktcode, einen Barcode und ansonsten hier nichts weiter drauf. Dann schauen wir mal hinein. Und hier kommt passend zum Jägerritter, passend zum Jägermeister, kommt hier ein Flachmann zum Vorschein. Der ist in Silber und auch dieser Flachmann ist hier mit dem ANSA-Logo gebrandet.
Ansonsten, was lesen wir noch? Stainless Steel, okay. Also Edelstahl. So sieht das aus. Also so ein ganz klassischer Flachmann in Silber. Hier oben entsprechend der Verschluss zum Zumachen. Und den kann man dann natürlich bei Bedarf befüllen. Mit was auch immer man möchte. Entweder mit Wasser oder, wenn man auch so ein echter Jägerritter sein möchte, dann natürlich mit Jäger. So, und als letzten Inhalt haben wir hier noch einen Turnbeutel, der ungewöhnlich zusammengefalten war, denn hier befinden sich noch zwei weitere Inhalte in diesem Turnbeutel. Die wurden hier extra eingeschlagen in den Stoff, damit sie hier auch gut gepolstert, gut geschützt sind, damit hier beim Transport nichts passiert. Und zwar haben wir hier, ebenso passend wie der Flachmann, zwei Shotgläser mit dabei. Also die sind gleich, also die beiden Gläser genau gleich gestaltet. Wir haben hier ganz reguläre Shotgläser mit dem schwarzen Ansa-Logo mit diesem Aufdruck hier drauf. So sehen die aus. Also ansonsten komplett Standardgläser bis eben auf diesen Aufdruck hier auf der Seite Ansa. Ja, auch hiermit kann man natürlich das Getränk seiner Wahl verköstigen. Und als letzten Inhalt des Bundles haben wir hier dann noch diesen Turnbeutel, diesen Gymbag. Der kommt in schwarz, in so einer leichten Glanzoptik. Und wir haben hier den Jägerritter auch nochmal abgebildet. Also hier mit feinstem Helm, dann mit der Maske im Gesicht und natürlich hier unverkennbar die Flasche Jägermeister. Auf der Innenseite das Ganze ebenfalls in schwarz, allerdings vom Stoff her etwas anders. Der ist hier so etwas rauer und anderes Material. Und wir haben natürlich hier unten dann so kleine Metallösen und dann auch noch hier extra stärker vernäht. Hier haben wir die Bänder und dann kann man hier oben das entsprechend zuziehen. Und dann schauen wir mal hinein, ob wir hier irgendwo noch einen Zettel vorfinden. Genau, hier ist er. So, wir haben es hier zu tun mit 50% Polyester und 50% Polypropylen. Und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, dann legen wir den mal wieder richtig hin. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Turnbeutel, dieser Gymbag hier im Jägerritter-Design. Dazu gehörig die beiden Shotgläser mit Ansa-Logo, sowie auch der Flachmann mit dem Ansa-Branding. Sticker zweifach vorhanden, beide kreisförmig in schwarz und weiß. Die Instrumentals zum Album kommen hier in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Jägerritter im Schulcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Jägerritter von Ansa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ansa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.